Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Ich schaue gerade aus dem Fenster und es schneit gerade wieder. Ich freue mich total, ich liebe ja den Winter. Ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn es schneit. Und ich habe heute auch das passende Rezept für euch. Etwas, was euch richtig schön von innen wärmt und was einfach richtig lecker ist. Und vor allen Dingen könnt ihr das auch super schnell zubereiten. Einige haben es ja vielleicht schon mitbekommen. Ich hatte hier auf YouTube eine Umfrage gestellt. Und zwar bin auch ich jetzt Pampered-Chef-Beraterin und wollt euch wissen lassen, dass da jetzt zukünftig auch Videos dazu kommen und wollte eure Meinung dazu hören. Viele von euch waren begeistert und freuen sich auf die neuen Videos und auf die Rezepte. Und heute kommt dann das erste Video dazu. Und zwar habe ich ein leckeres Rezept im Ofenmeister zubereitet. Und zwar ein richtig leckeres Hähnchengulasch. Und das ist nicht nur so ein 0815 Gulasch, sondern es ist wirklich richtig lecker. Ihr habt viel Gemüse mit dabei. Ich habe es mit Kartoffeln und nochmal extra Rotkohl serviert. Ihr könntet es aber zum Beispiel auch sehr gut zu Nudeln essen. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ja, ich habe die Produkte vorher ordentlich getestet und habe mir wirklich lange überlegt, also über Monate hinweg, ob ich auch Pampered Chef Beraterin werden möchte. Und ich habe mich dazu entschlossen, das zu machen, weil mich die Produkte wirklich zu 100% überzeugt haben. Ich hoffe, ich kann euch damit genauso begeistern und vielleicht möchte der ein oder andere sich ja noch ein bisschen dazu informieren. Alle Informationen dazu setze ich euch einmal unten in die Infobox. Da müsst ihr einfach auf den Pfeil klicken, dann klappt das auf. Da könnt ihr mir dann auch gerne eine E-Mail schreiben, falls ihr eine Bestellung aufgeben wollt. Denn ich habe noch keinen Online-Shop. Das heißt, bei mir funktioniert das alles über E-Mail. Das soll sich aber auch in naher Zukunft noch ändern. Und jetzt will ich aber nicht länger schnacken, sondern ich möchte euch jetzt natürlich das leckere Rezept zeigen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Die Zutaten seht ihr jetzt hier einmal im Überblick. Wir brauchen ca. 1000 Gramm Hühnerbrust. Ich habe es jetzt in recht grobe Würfel geschnitten, ca. 3x3 cm. Wir brauchen 3 Zwiebeln, 2 Paprika, 50 Gramm Spinat, 50 Gramm Cherrytomaten, 500 Milliliter Wasser, 80 Gramm Tomatenmark, 2 Teelöffel Paprika, 2 Teelöffel Gulaschgewürz, 1 Esslöffel Brühe. Da könnt ihr euch auch aussuchen, wenn ihr Chicken Gulasch macht, dann könnt ihr natürlich auch Hühnerbrühe verwenden. Ich nehme aber grundsätzlich gerne Gemüsebrühe. Dann etwas Salz und Pfeffer, 1 Teelöffel Hähnchengewürz. Und wem die Soße nachher einfach noch zu flüssig ist, der kann auch noch mit ca. 3 Teelöffeln Speisestärke in 40 Milliliter Wasser verrührt einfach dazugeben. Und dann ist die Soße auch richtig schön sämig. So, ich habe jetzt schon soweit alles klein geschnitten. Mir fehlen bloß noch die Zwiebeln. Ich wollte euch einmal zeigen, wie toll der Hobel die schneidet. Ich habe meinen Hobel jetzt auf Stufe 3 gestellt. Ich mag die Zwiebel im Gulasch etwas gröber. Und ihr habt hier den Sicherheitsaufsatz. Den würde ich euch übrigens auch sehr empfehlen, denn der Hobel ist wirklich sehr, sehr scharf. Und so schnell und einfach habt ihr wirklich schöne Zwiebelringe geschnitten, die wirklich auch schön, eine richtig schöne Dicke haben. Ich finde die perfekt für ein Gulasch. So, und dann fange ich auch schon an, alles im Ofenmeister zu schichten. Und zwar erstmal den Spinat, den gebe ich ganz unten hin. Dann kommt das Hühnchen oben drauf. Darauf verteile ich die Zwiebel. Den Ofen habe ich mir übrigens schon vorgeheizt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze. Denn da kommt das Ganze gleich für circa anderthalb Stunden rein. Die Cherrytomaten kommen da noch oben drauf. Dann schiebe ich mir das einmal beiseite. Denn wir werden uns jetzt um die Soße kümmern und dafür geben wir alle Zutaten für die Soße einfach in eine Schüssel. Und verrühren das Ganze, bis sich das einfach alles schön verbunden hat. So, die Soße werden wir uns jetzt einfach hier drüber kippen. Und ich rühre das Ganze dann gern nochmal ein bisschen durch, damit die Soße auch schön an den Boden kommen kann und das Ganze einfach schön ein bisschen vermischt ist, damit sich die Geschmäcker auch richtig gut miteinander verbinden können. So, nachdem jetzt alles ordentlich miteinander verrührt ist, gebe ich das Ganze jetzt in den Backofen bei 230 Grad für circa anderthalb Stunden. Dann schaue ich, ob das Hühnchenfleisch richtig schön zart ist. Schmecke die Soße auch nochmal ab, aber da seid ihr natürlich mit dabei. Bis später. So, meins war jetzt anderthalb Stunden im Ofen.
Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. Ich hole mir bloß noch schnell einen Löffel. Will das Ganze einmal durchrühren. Und uns ist die Soße jetzt auf jeden Fall noch zu dünn. Deswegen habe ich mir hier schon das Stärkewasser vorbereitet. Also habe mir, habe mir jetzt hier Stärke genommen, habe das in Wasser ordentlich verrührt. Und das gebe ich jetzt einfach dazu. Dann schmecke ich mir das Ganze bloß noch einmal kurz ab. Also für uns ist es jetzt wirklich perfekt so. Ich werde das Ganze jetzt auftun und zeige euch dann natürlich noch, wie es angerichtet ausschaut. So, meine Lieben, und so schaut das Ganze dann auf dem Teller angerichtet aus. Ich finde, es sieht richtig appetitlich aus. Geschmacklich ist es auf jeden Fall auch super lecker und ihr seht, es fällt schon auseinander. Es ist richtig schön saftig und lecker. Ein richtig schönes Hähnchengulasch und durch den Spinat und die Cherrytomaten auch mal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr auch Interesse bekommen habt an den Produkten von The Pampered Chef, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an die unten angegebene Adresse und ich helfe euch gerne weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage ciao, bis zum nächsten Mal.